Hier geht es entlang zum Spielfest nach Schrollbach, welches vom Verein Fröhlicher Feierabend kreativ organisiert und veranstaltet wurde. An Unterhaltung für Groß und Klein mangelte es auf keinen Fall. Apropos Klein, Markus Klein und Dreifächler schauten bei besten sommerlichen Temperaturen auch mal auf dem Bolzplatz vorbei. Zwischen den vielen Kindern und Jugendlichen entdeckte ich auch einen Animateur, doch es war nicht irgendeiner, sondern... Also mein Name ist Uli Zimmer, bin Vorstand vom Verein Fröhlicher Feierabend Schrollbach. Und der Bolzplatz, den gibt es schon seit über 30 Jahren, haben wir in Eigenregie auf die Beine gestellt, pflegen den seitdem auch kontinuierlich. Und das Spielfest machen wir jetzt auch seit vielen Jahren. Und also wir haben heute für die Kinder 6 Spielmöglichkeiten gemacht, die in die Wertung kamen, damit jeder Urkunde bekommt und ein bisschen geehrt wird. Ansonsten haben wir drumherum noch eine Torwand, haben noch ein Spiel zum Balancieren und haben noch diverse andere Spiele, Bastelecke, Verlosungsstand und was man sich so alles vorstellen kann. Jede Menge. Also uns macht es viel Spaß, weil wir immer merken, dass es den Leuten gefällt und dass es auch angenommen wird. Wir haben heute Morgen um 9 haben wir begonnen. Der Feuerwehr macht es auch viel Spaß. Heute Morgen um 9 haben wir begonnen, sind so 10, 15 Leute, haben alles beigefahren und haben alles aufgebaut. So bis kurz vor 2 haben wir es geschafft und dann ist es losgegangen. Klappt alles. Also, was für Verein seid ihr jetzt nochmal genau? Kein Feuerwehrverein. Wir sind im Prinzip ein Freizeitverein. Wir machen im Ort, der Verein Fröhlicher Feierabend gibt es seit vielen Jahren, seit über 30 Jahren mittlerweile. Wir machen im Ort so die kulturelle Veranstaltungen. Das ist der Sinn und Zweck des Vereins, die kulturellen Dinge zu, aufleben zu lassen. Anfang des Jahres machen wir immer unsere Jahresveranstaltung, manchmal mit Wahlen alle 2 Jahre. Später machen wir dann eine Winterverbrennung, damit wir sehen, das Leben geht wieder los. Und dann geht es weiter mit dem Zwiebelkuchenfest im Herbst. Zwischendurch haben wir noch für die Kinder, haben wir da drüben haben wir einige Kartoffeln angepflanzt, dass die Kinder mal sehen, wo kommen die Pommes frites her. Das machen wir dann so am gemütlichen Abend mit ein bisschen Bier und ein bisschen Fanta für die Kinder, dass wir ein paar Grumbeere ernten und die ganze dann gemeinsam essen. Und später im Jahr machen wir dann noch einen Weihnachtsmarkt und zu Silvester machen wir noch einen Silvesterlauf, also Wanderung eher. Unser Ramstadt Bürgermeister Ralf Hechler war auch hier gewesen. Möchtest du denn was an ihn ausrichten? Ja, gerne. Der Ralf ist ja wieder hier, der unterstützt uns auch regelmäßig. Und ich bin echt begeistert mit dem Ralf, das klappt wirklich sensationell. Auch, dass man über die Rammstein News, über die Facebook-Geschichte, dass man da so viel machen kann und unterstützt wird, das finde ich echt toll. Also gefällt mir gut. Na also, das hört man doch gerne, oder? Nun mal eine Frage, was hat die Feuerwehr mehr als genug? Richtig, jede Menge Wasser und kein brennendes Haus in der Nähe. Passende Abkühlung für die kleinen Wassermarsch. So, und ich würde mal sagen, ich gehe jetzt auch in meinen wohlverdienten fröhlichen Feierabend. Na dann, Prost, Männer. Bis zur nächsten Ausgabe der Ramstadt TV Summer Holiday Tour.